Was geht ab, Leute? Willkommen beim dritten Teil von der Deluxe Edition DVD von AMJ. Und geht los. AMY meine ich natürlich. Heute nur mal Danke sagen und bizarr singt es den Refrain. Oh, danke, Bushido. Vielen Dank für die geile Zeit. Für die geile Zeit. Bushido. Da kam so ein Mädchen aus meiner Klasse und die kam so zu spät. So 20 Minuten. Da hat der Herr Lehrer gesagt, hey, wo kommst denn du her? Da hat die gesagt, aus Sri Lanka. Ja, richtig krass lustig. Ist genau der gleiche Witz wie der. Ey, meint ihr jetzt mal wirklich so, es gibt eine lustigere Truppe als uns alle? Also so die auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite lustig, dann attraktiv, erfolgreich, reich, schön. Jung, dynamisch, flexibel, erfolgreich, belastbar. Auf jeden Fall nicht reich. Nächstes Mal, wenn die Bullen mich anhalten, warum ich so viel Geld, das sind, weiß ich nicht, vielleicht so. Fragen die manchmal? 1000 Euro. Dann die mich fragen, warum haben sie denn so viel Geld dabei? Dann sage ich, weil ich reich bin. Hey! Haben die dich schon mal gefragt? 43, 54 bekomme ich von dir. Wie macht man Lärm jetzt? Aber sofort! Ja. Jetzt! Wo sind die Hände für Sido heute Abend? Ich wollte ein ganz großer werden und mit Banknoten werfen. Mein Leben genießen, Dicker, und dann an Drogen sterben. Und so mach ich es. Die Welt ist nicht genug hier. So mach ich's jetzt und ich mach es zu dir. Keiner sagt mir, was ich machen soll, denn hier sind die Kassen voll. Ich lebe, was du rappst, guck, bei mir gehen die Platten Gold. So mach ich es. Und ist da überhaupt Sido mit am Start? Nee, ne? Ist bloß Playback, hä, vom Sido. Schon seit Agro Berlin. So mach ich's jetzt. Sigi, Mann, wir haben's verdient. Susis Gegensätze ziehen sich heute an. Sido, über Aachen bis nach Amsterdam. Kilo, von morgens bis abends mit den Jungs. Spilo, ich komm auf die Bühne, auf die Eins. Pippe Pyro, guck, dicker Business. Das Rotlicht verpisst dich. Ich jage jetzt den Kugelschrot in die Schnittstück. Und oberarrogant gebe ich dem Ober nicht die Vorspur. Schwanzhaft, geh zurück in dein Eigenlob. Stinkt, doch ihr wisst, das Welt, die Welt ist nicht genug. Und das schon seit Agro Berlin. So mach ich's jetzt. Sigi, Mann, wir haben's verdient. Weil das Ding ist, dass dann jedes Mal wieder irgendwelche Überprüfungsdinger bei YouTube immer sind und im Endeffekt, ihr kennt ja die Texte und so weiter und so fort, das ist jetzt nicht so relevant dann. Da rennt's falsch. Nicht verkackt? Man, du bist so, wie du aussiehst, wird sich eh nichts dran ändern, wie deine Haare sind, Alter. Wie sieht's denn aus? Voll hübsch. Kennst du so Fans, die einen ansprechen, wenn man im Auto sitzt? Voll hübsche Gegend. Boah, jetzt bist du tot. Jetzt. Komm, sie abgeht. Ein kommt da immer Shakira oder sowas, ne? Im Radiocord. Also wenn die Auto fahren zumindest. Ja, also wir arbeiten ja jetzt gerade ein bisschen Steiger zusammen, Bushido. Glaube ich, oder? Ja. Überraschendes Projekt wahrscheinlich. Ich kannte ihn ja nicht so wirklich, ich kannte ihn sehr oberflächlich. Man hat immer sich so ein bisschen Respekt gegeben. Oder auch manchmal keinen. Aber ich glaube, man hat sich schon immer geschätzt. Und ich denke, was sehr wichtig ist bei dieser Bushido-Geschichte, ist, dass wir ja doch aus der gleichen Zeit kommen. Nämlich, dass man damals Tapes gemacht hat und sich selber so rausgebracht hat. Das verbindet auf eine gewisse Art und Weise. Was ich so festgestellt habe, ist, er ist sehr, sehr begeisterungsfähig. Und wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ist, wie lange hält das Interesse von ihm an. Sei es jetzt an gewissen Themen oder sei es jetzt auch an gewissen Menschen.
Und das wundert mich auch, dass er das hier so ehrlich sagen durfte, ohne dass es rausgecuttet wurde, weil ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt bestimmt gleich ein Cut oder sowas. Aber lass es nur wegen drin. Das finde ich dann auch mal stark, wenn so andere Meinungen oder das, aber es ist ja trotzdem so ins Gesicht gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt lange mit mir zusammenarbeiten willst, ob du bloß mit mir zusammenarbeitest, solange irgendwie für dich was rausspringt oder so. Also finde ich gut, dass es drin lässt. Ja, da bin ich noch etwas vorsichtig. Bitte! Bitte, bitte, mal einen Anschlag, bitte, bitte! Ja! Ja! Bushido! Bushido, ja! Kevin, mach mal! Bushido, hier oben! Bushido! Alter, so nah war ich noch nie an dem. Ich auch nicht! Bushido! Jürgen! Vor allem, die stehen neben denen so nah, war schon nie an dem da, an diesen Opfer so, ne, so sagt man ja, warum sagen die nicht so, so nah war schon nie an mein Idol, ne, oder an Bushido oder so, aber an dem, das klingt ja so richtig niederschmetternd irgendwie, ja, Gott. Meine Freunde hier in Wien, es ist schön, wieder da zu sein. Die Arme bleiben oben, meine Freunde. Und jeder von euch, der zwei Arme hat, nimmt bitte beide Arme nach oben. Packt das Handy in die Tasche. Geht nicht, wahr? Scheiß iPhone, Alter. Wien! Yeah! Wien! Wo sind die Hände, Wien? Wo sind die Hände, Wien? So muss das aussehen, Wien. Ich trag am Montag bis Freitag den Koks-Dealer-Blick. Der den Vogue-Titel schmückt, zum Mond und zurück. So viel Kilometer fahr ich, Kilos auf dem Plastik. Ja, Bushido ist japanisch, deine Rap-Fan-Gemeinde ist tot. Sitz allein hier im Boot, meine Likes sind verchromt. Viel zu Beverly Hills und diese am Zug. Gehen auch immer relativ lang, also hier geht's auch fast 40 Sekunden dann und das kann ich absolut nicht drin lassen, weil dann wird mein Video definitiv gesperrt. Also das komplette Lied, das kann ich nicht drin lassen, Alter, das geht nicht. Also er ist klüger und toleranter, als er in der Außenwirkung sich darstellt. Und ich glaube, dieses Buch, was wir zusammen schreiben, das wird einige Leute dann doch auch nochmal ein bisschen überraschen. Ich glaube auch, dass er... Ist das dieses Buch, wo jetzt so im Nachhinein dann gesagt wird, dass davon, das wurde doch in den Gerichtstermin doch mit reingenommen? Und daraufhin haben die doch dann gewisse Sachen dann überprüft oder so, wo dann jetzt auch so im Nachhinein rauskam, dass das eigentlich auch vieles gar nicht so war oder so, ne, glaube ich. Aber ich denke mal, das ist das Buch, ne, weil Bushido hat, glaube ich, nicht so viele Bücher rausgebracht. Er wollte im April diesen Jahres nochmal ein zweites Buch rausmachen, das hatte ich auch vorbestellt und so. Aber bis jetzt gibt es da immer noch kein Release-Datum, kein neues. Also ob es da jetzt nochmal was gibt oder sowas, kann ich mir nicht vorstellen. Diesen Widerspruch von Menschen, die in diesem Land leben, aber nicht Deutsche sind und doch wiederum Deutsche sind, dass er diesen Widerspruch sehr krass mit sich auslebt, in sich auslebt und er zu Recht ein Sprachrohr für eine ganze Generation sein kann. Und das macht die Person Bushido insgesamt sehr faszinierend, abgesehen davon, dass er natürlich, aber das wissen ja alle, die ihn bei Beckmann gesehen haben, auch wahnsinnig charmant sein kann. Was habt ihr Bock auf eine Zugabe? Meine Freunde, glaubt ihr im Ernst, ich setze mich in den Turbus und fahre nach Hause, ohne eine Zugabe zu spielen in Graz oder was? So, aber bevor wir jetzt anfangen können, meine Damen und Herren, halt mal! Das offiziell nennt man so etwas Diebstahl, meine Damen und Herren. Legst du das Handtuch bitte wieder hier hin? Dankeschön.
Offiziell nennt man das Diebstahl. Also ich gehe mal davon aus, dass er das dann wieder hingetan hat, weil jetzt sneakt die einfach das Handtuch weg. Auch zu geil. Ja, man. Muss halt einmal so krass drauf sein, ne? Einfach mal machen so. So, kommst du? Alles Gute. Volles Knäuel, Alter, so bewegt sich so unter. Ich glaube, als Mensch, er ist vielleicht so als Privatperson bestimmt eine schwierige Person. Aber wenn du den, glaube ich, so triffst, wie da jetzt auf dem Konzert und sowas, wirkt schon sehr sympathisch, ne, muss man sagen. Also er nimmt sich halt die Zeit so für die Fans und nicht so abwerbend oder wie auch immer. Finde ich schon sehr cool. Ist halt wieder so der Unterschied zum Sido zum Beispiel, weil Sido sagt, er will mit keinem irgendwie direkt was nach einem Konzert irgendwie zu tun haben. Er macht da auch keine Ausnahmen, weil er selber der Meinung ist, entweder ich mach's für alle dann, ne? Ist nochmal so Autogrammstunde oder wie auch immer, oder ich lasse es halt so. Finde ich auch okay. Aber ich finde es schon cool, ja, wie Kollege oder sowas, da was ich dann später, ich weiß nicht, ob es vor der Show ist oder nach der Show, was man so sieht dann immer, dass der dann immer nochmal Autogrammstunde und sowas gibt, finde ich schon sehr cool, ne? Also. Aber ich sag, ich verstehe Sido mit der Aussage, entweder alle oder keiner. Ich verstehe aber die anderen, die was sich dann nochmal die Zeit nehmen. Finde ich schon sehr cool. Wie ein Wurm geht das auf der Bühne. Das Bild dabei. Aber die Lampe verrät dich doch wieder. Der Blitzwurm. Glühwurm. Ich kann nicht mehr. Glühwurm. Auf jeden Fall auch eine schöne Bärchenwurstwerbung machen, Alter. 24. So krasse Bärchenwurstwerbung würde ich machen. Was ich jetzt aber lustig finde, beim zweiten Teil habe ich gerade nicht von Bushido jetzt direkt, sondern von Berlin Most Wanted, also von Flair aus geht das dann. Obwohl das Bushido seine DVD ist, ist es trotzdem, dass ein Disclaimer dann kommen würde von Flair, das ist ja auch zu geil. Ja. Schöne Bärchenwurst. Achso, wir müssen. Berlin schöne Bärch. Bissen heute noch versuchen, was zu reißen. Keiner macht sein Kreuz, wenn die Guten nicht dabei sind. Suche nach den Zeichen, die Welt macht dich krank. Jugendlicher Leichtsinn, selbst ist der Mann. Das ist doch kleine Bushido oder sowas, ne? Glaube ich. Politik kein Problem, ich entwickle mich von Tag zu Tag. Kann ja nicht schaden, Connection bis zum Vatikan. Ich wusste gestern schon was. Yeah. Politik, kein Problem, ich entwickle mich von Tag zu Tag. Kann ja nicht schaden, Connection bis zum Vatikan. Ich wusste gestern schon, was Freitag in der Bravo steht. Ein Bürgermeister, der weiß, wie man mit Zahlen umgeht. Achso, ja, und jetzt ist richtig böse Scheiße mit Kay, oder was? Ja, so auf juristischem Level übertrieben krass. Und dann schreibt er mir immer auf Twitter und so, ey. Die Ruhe vor dem Sturm, dein Untergang und sowas. Ey, ich bin so sauer auf den, ey. Ey, das ist so behindert, Alter. Vor einem Jahr, na gut, nee, da war eigentlich auch nichts mehr alles dufte. Ist ja schon seit einem Jahr nicht mehr alles dufte eigentlich. Ja. Oder ah, das war dann in der Zeit mit dem K1, mit dem Beef und sowas dann gewesen, okay. Wo natürlich dann hier Bushido den Übertrack rausgeballert hat dann damals, ey. Na man, auch richtig geil gewesen. Eigentlich seit, keine Ahnung, seit dem letzten Album, war, seit dem Ende vom letzten Album hat es sich so alles so. Ganz ehrlich. Habt ihr schon länger keinen privaten Kontakt mehr, ne? Nee, das schon lange nicht mehr, nee. Also ich persönlich finde, seit Zeiten ändern die schon eigentlich. Aber da war aber eigentlich alles bei mir auf der Couch und so, da war eigentlich noch alles cool. Danach. Aber ihr habt euch ja eigentlich so, okay. Doch nur im Studio gesehen, ne? Ihr habt ja, ihr kaum noch was privat gemacht. Privat gar keinen Kontakt gehabt. Wann hat denn das angefangen mit dem Privat? Ich jetzt mal ohne Scheiß, so dieses keinen Kontakt haben, das ging jetzt gar nicht so krass von mir aus. Ich habe ihn immer eingeladen, ich meinte, ich sag, okay, ich chill halt nicht mehr so krass und Discos und irgendwie so mit Weibern und so, ne? Aber wenn du willst. Er meinte immer, dass du, glaube ich, keinen Kontakt mehr willst. Ja, wahrscheinlich jeder sagt das über den anderen, natürlich. Ja, das sind doch mal zwei Geschichten. Also. Klar, aber ich habe immer gesagt, ey, du kannst immer bei mir vorbeikommen. Wir können immer essen, chillen, grillen, Fernsehen gucken, Fußball gucken oder dies oder das. Aber das sind ja alles Dinge, die ihn nicht interessiert haben. Und mich hat so Party machen und saufen nicht interessiert.
Wieso? Was sagt Arafat jetzt dazu? Arafat ist mega deprimiert, Alter. Ihn hat es auch so richtig, richtig krass persönlich mitgenommen. So scheiß mal auf Verträge und Geschäfte und Geld und so. Ihn hat das persönlich richtig, richtig krass immer noch mitgenommen, Alter. Wirklich, ja? Ja, richtig krass. Ich hatte ja gezwungenermaßen, wie ihr auch gerade gesagt habt, ich hatte ja schon einige Zeit nicht mehr so engen Kontakt mit ihm gehabt. Ne? Also ich hatte das eh schon alles ein bisschen auf Abstand so, aber Arafat war ja mittendrin. Stimmt, es war bis zum letzten Tag so, dass ich jeden Tag gechillt habe. Bis zum letzten Tag, ja. Ja, na, das war dann halt damals das Problem gewesen. Bushido hat halt na, dann so Diane Marie und sowas alles schon gehabt. Und Kay war halt noch so jung in dem Business trotzdem. Und er war halt dann auf, sagen wir mal, Rauchen und Partys machen, Saufen und so weiter und so fort. Ich kann mir das schon vorstellen. Ne? Da treffen halt so zwei Altersgenerationen aufeinander, wo das halt einfach nur mal funktioniert hat. Und der ganze Stress, was Bushido dann mit Konzerten und so weiter und so hat, da hat er halt nicht noch dann Bock, da hier noch, was weiß ich, dann hier noch zu feiern oder keine Ahnung was. Fakt ist, was so, seine besten Freunde hätte er Kay mit aufgezählt, ne? Ja. Absolut. Seine Brüder, ich und Kay. Ach, ist mir alles egal, ich will damit nichts zu tun haben, Mann. Ich chille, ich habe geheiratet, Alter. Ich werde so hoffentlich viel Zeit mit meinem Kind verbringen, so, da ist mir alles egal. Ich habe Bock auf Mucke machen und so, alles cool. Und alles andere passiert halt im Leben, so, was soll man machen, Alter? Naja. Egal, Alter, ein Onkel weniger für die Kleine. Wenn man das jetzt wieder so hört, ne, da, ich glaube, ich werde mir dann gleich mal das einfach noch mal reinpumpen, Alter. Ich habe übelst Bock drauf. Ja, ich nehme heute natürlich noch andere Sachen für euch mit auf, dass ihr dann durch die Woche kommt. Statt fast jeden Tag eigentlich was rausballer. Und so weiter und so fort. Und ich lasse das jetzt auslaufen, so ohne Mucke. Ich würde dann sagen, wir gehen mal kurz mit der Dings noch ein wenig runter. Was mich natürlich dann wundert, dass sie dann trotzdem in Kay nochmal so die, wie sagt man denn so, die Chance geben, dass er nochmal gehört wird, so auf den Tape, ne, so. Ja. Ich glaube, mehr kommen dann jetzt auch nochmal, ne? Nee. So, wir lassen mal kurz das noch ein hier. Von wem es natürlich noch mit produziert worden ist, das lassen wir noch mit auslaufen, natürlich. Und jo. In der Zeit. Danke natürlich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Falls ihr eingeschaltet habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo mit da lasst. Ich sage, kommt noch einige andere DVDs so in den nächsten Tagen dann. Ihr seid auf jeden Fall rundum versorgt. Und von daher rein, meine Lieben. Bis bald, euer Mimi. Peace out.